Mitten in Saarbrücken sind wir, in der Nähe des Hauptbahnhofes bei deiner Pizza und Pasta. Und hier ist der Chef des Ganzen, hier ist Ashraf. Guten Morgen, grüß dich. Ja, hallo Mike, einen wunderschönen guten Morgen. Freue ich mich, dich zu sehen. Heute ist ziemlich laut bei dir. Ich zeig's mal ganz kurz, denn hier finden gerade Bauarbeiten statt, deswegen auch der Lärmhintergrund. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um dich und um deiner Pizza und Pasta, richtig? Genau, richtig. Erzähl kurz, Restaurant ist das? Ja, das ist, wir sind ein italienischer Konzept. Deiner eigentlich ist ein amerikanischer Konzept. Wir haben das so umgewandelt auf auch mediterranisch und italienisch. Wir bieten alles hier nur frische Sachen. Die Pasta zum Beispiel machen wir selbst. Burger, alles hier hausgemacht. Und ja, deiner ist ja eine, wie gesagt, ist ein amerikanischer Konzept, ist ziemlich ganz bekannt. Und wir haben das so umgewandelt auf halt italienisch und mediterranisch. Das ist Geheimmischung von uns. Okay, der Hunger ist jetzt schon mal da. Jetzt wollen wir auch sehen, ob es auch stimmt, was du uns verrätst. Wollen wir mal reingehen? Ja. Denn erstens, es ist ganz schön kalt heute. Wir haben ja Herbst gerade hier in Saarbrücken. So, wir gehen mal rein und so, erster Eindruck. Und schau mal, ich muss sagen, ich bin erstaunt. Es ist viel größer, als man von außen vermutet. Genau, und deswegen bauen wir jetzt mal um, weil jeder, wo vorbeigeht, da meint, das Lokal ist so eine kleine Imbissbude. Sind wir aber nicht. Wir haben innen drin über 90 Sitzplätze. Das ist nur für den Innenbereich. Und natürlich für die Sommer haben wir da noch eine Terrasse mit über 60 Sitzplätzen noch dazu. Ja, die aller Weihnachtsfeier und so weiter sind wir extrem dafür geeignet. Und was bei uns ganz besonders ist, so wie du siehst, Mike, das ist die offene Küche. Wir sind der einzige Lokal oder Restaurant hier in Saarbrücken, wo die alles für die Kundschaft kochen. Das heißt, der Kunde bekommt alles mit, was wir da treiben. So wie du da siehst, das hier ist unser Grill. Zum Beispiel Schnitzel, überall wird es immer baniert oder frittiert. Wir tun unser Schnitzel grillen. Das heißt, vom Fett oder ist kaum Fett drin. Da ist unser Pizzaofen. Dafür, das ist so ein Trainerofen, das ist ein Steinofen. Hier unsere Pasta-Station. Die Pasta, wie ich ja erklärt habe, das machen wir alles selbst, alles hausgemacht. Da ist der Penner zum Beispiel. Da wird täglich frisch gemacht. Spaghetti. Da ist alles hausgemacht Pasta. Das weiß eigentlich ganz weniger Leute, dass wir das Haus, also selbst gemacht Pasta machen. Aber tatsächlich ist das so. Wie gesagt, im Januar, Februar bauen wir hier um und dafür müssen wir ein bisschen mehr Werbung machen. Aber ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch. Und was man leider nicht sehen kann jetzt in der Kamera, ist nämlich der leckere Duft, der hier schon überall ist. Man sieht schon, es qualmt und dampft schon. Ja, es sind jetzt noch früh am Morgen, kann man sagen. Das heißt früh am Morgen. Wir haben jetzt ungefähr 10, 10.30 Uhr. Das heißt, wann geht es denn hier richtig los bei euch? Also, da geht es hier richtig ab, hier um 11.30 Uhr oder kurz vor 12. Unser Hauptgeschäft, das ist Mittagsgeschäft. Die ganz Bänke, der aller Versicherungen, Europagalerie, alle hier, die ganz Leute, wo die hier vorbeikommen, ist bei uns Mittagszeit, weil was bei uns Besonderes ist, wir haben ein Stammessen, da wo sich immer jede Woche wechselt. Also das wechselt sich immer einmal die Woche. Und das gab es nur bei uns hier. Unser Koch, da wird das immer einmal die Woche neue Stammessen machen und natürlich von der Preis her ist optimal. Also für ein Mittagsessen alles selbst gemacht Sachen. Pasta, Lasagne und Scallop für 9 Euro, da kann man gerade sagen, da kann man nichts sagen. Alles unter 10 Euro. Richtig, das haben wir extra gemacht, nur für die Leute, wo die sich nicht jeden Mittag so ein teures Gericht leisten. Deswegen ist es für die Mittagszeit das optimal, hier bei uns zu kommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was wir auch schon sehen hier, wirklich, ist alles schon vorbereitet, wenn es denn nachher losgeht. Alles gerade eben noch von den Kollegen hier kleingeschnibbelt gemacht und schon parat für die. Ach, hier gibt's noch. Da haben wir zum Beispiel unser selbstgemachtes Schnitzel. Die sind ja. Moment. Man sieht schon, das ist kein tiefgefrorenes Schnitzel oder so, sondern das ist alles hausgemacht, alles frisch. Die sind die Butterstreifen, was man immer auch täglich schneidet. Da nutzen wir auch für die Salate. Wir haben so eine Kooperation mit einer oder anderen Fitnessstudie hier in die Nähe. Wo man so eine Salat, wo komplett low fit ist. Das wird nur Putenstreifen, wird gegrillt hier und mit verschiedenen Salaten, Vinaigrette, Essigöl. Von daher ist es, man kann es mit ruhiges Gewissen essen. Sportler essen. Genau, das ist extra für die Sportler. Und auch auf die Neuspeiskarte, da kommt ja auch ein paar neue Sachen. Das ist Low Carb Gerichte.
Wir sind dabei, so Pasta low carb, also komplett ohne Kohlenhydrate. Ohne Kohlenhydraten, danke. Und auch für die Veganen haben wir auch extra bei Seiten, bei uns auf die Neuspeiskarte machen wir noch ein paar vegan Sachen, weil das weißt du ja, es ist zurzeit ziemlich in oder modern, dass jeder davon gesund ernähren oder gesund essen. Und wir tun uns jetzt komplett auf dieser Einrichtung hingehen. So, dass quasi jeder Gast bei euch auf jeden Fall fündig wird und nicht hungrig wieder rausgehen muss. Nein, jeder kriegt hier was bei uns. Ja, perfekt auf jeden Fall. Wie lange gibt's euch denn schon? Wir sind hier schon im Markt schon seit über 20 Jahren. Deiner war hier in Bahnhofstraße. Und seit genau 6 oder 7 Jahren sind wir hier in dieser Standort. Natürlich ist das eine Top-Standort. Genau schräg gegenüber von Europa Galerie. Ich zeig's mal, man schiebt es vielleicht durchs Fenster, genau gegenüber. Mal kurz auf. Du hast hier auch einen Außenverkauf. Natürlich. Aber wie gesagt, ab Februar komplett das ganze Front geht hier weg und haben wir eine offene Küche, ist quasi auf die Straße. Das heißt, jeder, wo vorbeigeht, der sieht, was wir treiben und was wir kochen. Wir haben nichts Verheimliche. Zum einen das und zum anderen ist es auch angenehm für euch hier, weil es ist doch schon warm hier in der Küche. Das heißt, ihr bekommt auch immer schön frische Luft. Richtig. Ich mach mal kurz zu, weil das ist ja ziemlich kalt hier draußen. Wie du da siehst, das ganze Vorbereitung. Hier, bis damit es losgeht, dann haben wir kein Hektisch. Unser Salat. Alles für die Pizza schon vorbereitet. Und jetzt der Koch vorbereitet schon mal die Lasagne. So, der Ofen, der dreht sich. Heute hast du Lasagne gebacken, oder? Genau, und das ist ja unsere Lasagne, das wird vorbereitet für heute Mittag. Wenn es losgeht, dann wie gesagt, das läuft ohne Probleme, reibungslos. Klasse. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr vielfältig, sehr toll ausgestattet hier. Und Moment, ich schaue zu natürlich. Ja. Genau. So, damit die Lasagne auch rechtzeitig fertig ist nachher. Wäre ja schade, wenn die Gäste hier kommen, Hunger haben und die Lasagne wäre nicht fertig. Wieder zu. So, dann kommen wir hier auf unser Salatdecke. Wie gesagt, die Salatetta wird hier auch alles vorbereitet. Alles für die Kunde hier vorne. Wir haben in der Küche nur ganz kleine Vorbereitung, was wir da machen. Und dann gehen wir Richtung das Restaurant rein. Da ist unser Theke. Hier auch Abend werden wir auch eine Süßigkeit oder Dessert anbieten. Tiramisu oder alles, was möglich ist, halt Kuchen. Und mittags nutzen wir für so einen Straßenverkauf so ein paar Getränke. So, dann kommen wir hier. Und jetzt sehen wir es wirklich verwegen, dass es wirklich viel, viel größer ist, als man von außen vermutet. Also wirklich jede Menge Platz hier. Und das passt ja für, wie gesagt, für innen drin hier über 80 Kunden und draußen auch um die 40, 45, so rum. Jetzt sehen wir noch im Hintergrund, da ist, wie du gerade eben angesprochen hast, da gibt es auch noch die Küche, die dann ja nicht versteckt ist, da werden dann andere Dinge vorbereitet. Das ist ja unser Koch, Noel. Der rennt weg. Da hat sich ja versteckt. So, und das wird hier alles hier wie gesagt, vorbereitet. Und um 11.30 Uhr schießen wir alles da vorne, damit es dann nicht so lang dauert. Was ich ja spannend finde, du hast gesagt, Pasta. Nee, du hast nicht nur gesagt, wir haben es gesehen. Das wird von euch selbst gemacht hier. Das heißt, jeden Tag frisch? Wir machen das täglich, jeden Tag frisch. Um 8 Uhr kommt immer der Koch und der tut komplett alle Pasta-Sorten. Fangt an von Tagliatelle, Spaghetti, Penne. Alles, was mit dem Pasta was zu tun hat. Ich glaube, über 11 Sorten. Der macht das bei uns ohne im Labor. Täglich frisch. Und wie gesagt, das Problem bei uns ist, oder was heißt Problem, wir haben das dafür nicht so stark Werbung gemacht. Aber jetzt seid ihr da, dafür machen wir dafür Werbung. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass man überall frische Pasta bekommt. Ja, da gibt es einige Italiener, bekommst du keine frische Pasta, auch da ist dann fertig. Meistens, weil ich habe damit eine Erfahrung, die haben immer die Horn aus der Tüte oder keine Ahnung was, weiß Gott was, aber das gehört nicht zum Gastronomie. Wir sind schon seit, wie gesagt, über 20 Jahren. Wir haben andere Gastronomien in ganz anderer Richtung hier im Saarland. Aber wir machen jetzt Werbung für das hier, deswegen bleibt man da. Haben wir jetzt Diner, ist wie gesagt das amerikanische Konzept, das ist nur wird Burger gemacht, natürlich Burger ist auch unsere Spezialität, wir machen das Burger natürlich alles auch selbstverständlich frisch, hier im Haus, 180 Gramm Burger, ziemlich dick und nicht nur der Burger, was wir hier alles auch selber machen, dann haben wir noch gemischt mit der Pizza, italienisch, also Burger ist es amerikanisch, dann haben wir das Pizza ist italienisch und Pasta.
Und weil unser Koch, der versucht immer so eine mediterranische Geschichte, oder er macht schon mediterranische Gerichte auf unserer Stammessenkarte, ja, dann finde ich ja bei uns hier im Konzept, ist es nicht nur italienisch, sondern man kann Burger bei uns finden, Schnitzel, Pasta, Pizza, alles was möglich ist. Und ab demnächst auch für die Veganer, also vegan machen wir auch hier. Und, einmal die komplette Palette durch. Genau. Da hat jeder immer was hier bei uns, da findet jeder was. Ja, und jetzt durfte man sogar nach unten kommen, da wo die Pasta ganz frisch hergestellt wird. Genau, Mike. Jetzt bist du hier bei uns in unserer speziellen Maschine. Das wird die Pasta hier alles hausgemacht hier täglich. Das wird unser Chefkoch Noel. Der macht es auch jeden Tag. Da kommt der Spaghetti raus. Und es wird nicht nur Spaghetti gemacht, sondern die alle Pasta-Sorte. Wir haben, wie gesagt, über 11 Sorte. Ab Tagliatelle, Penne, alle Sorte machen wir hier. Und alle 11 Sorten auch wirklich jeden Tag? Das wird täglich hier gemacht, jeden Tag. Und immer die Länge, wie man wünscht halt natürlich. Das ist natürlich zu lang, deswegen schneiden wir ab. Und ja, dann geht's ja weiter. Klasse. Ja, jetzt sieht man genau hier, wenn sie vorbereitet. Ja. So sieht man sie dann nach oben dann schon genau. In der Küche, damit sie dann fertig sind für die Gäste, damit dann die leckeren Gerichte gemacht werden können. Richtig. Wie kamst du auf die Idee, von wegen, dass du sagst, nein, wir machen das auf jeden Fall selbst alles? Weil wir haben schon mal gesehen, wie gesagt, wir sind in der Gastronomie schon seit über 20 Jahren. Und wir haben gesehen, jeder will immer alles schnell, schnell. Und da ist keine Qualität dahinter dran. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir von dem Ganzen mal ein bisschen aufheben. Dann haben wir gesagt, nein, wir machen komplett alles hier im Haus. Also Pasta, Burger, Schnitzel, wirklich alles hier hausgemacht. Wir kaufen dafür gar nichts. Natürlich die Zutaten, Mehl und so weiter muss man kaufen. Aber hier vorbereiten wir alles, was mir auch an Zutaten nutze. Zum Beispiel, da kommt hier ein Ei rein und die Ei ist auch Bio-Eier. Das weiß ja auch keiner. Da wird auch aus dem Bauernhof hier im Saarland. Und ja, wie du siehst, sowas hat nicht jeder. Definitiv nicht, was hat nicht jeder. Also ich finde es eine klasse Sache. Noch eine Frage zum Teig. Der Teig ist ein altes Familienrezept, oder? Ja, das ist ziemlich ein altes Familienrezept hier. Und was ist, das ist, ja, bleibt ja bei uns und das wird sie auch so bleiben. Natürlich bin ich jetzt ganz schlau und will ich wissen, was mir da alles reinmache. Aber das verrate ich dir natürlich nicht. Auf jeden Fall ist Bio-Ei drin hier in der selbstgemachten Pasta hier bei deiner Pizza und Pasta. Ja, auf jeden Fall richtig spannend hier bei deiner Pizza und Pasta. Und ja, ich muss mich wiederholen. Ich muss sagen, es ist wirklich Wahnsinn, wie groß es ist. Und wenn man davor steht, man denkt wirklich, jo. Wie wir vorhin gesprochen haben, von außen sieht es klein aus, aber von innen drin ziemlich groß. Jetzt ist der Rohr vor der Sturm. Wir haben jetzt hier 10.30 Uhr oder kurz vor 11. Wie du siehst, ist es ja kein Kunde, weil das ist ja unsere Verbreitungszeit, mit uns vorbereiten. Aber gleich kurz vor 12, dann geht es richtig ab. Gleich geht es hier richtig rund. Was man zu sagen muss, natürlich auch im Sommer hat man halt die Möglichkeit draußen zu sitzen, aber auch hier drin wäre es dann, wenn man möchte, angenehm kühl, weil ihr seid auch klimatisiert. Natürlich, also im Sommer natürlich sitzt man gerne immer draußen, da aus dem Bereich. Aber wenn man will, man kann es auch gerne hier drin sitzen oder wenn draußen voll ist, das haben wir auch meistens. Dann, man kann ja auch ruhig hier drin sitzen, weil unser Klimaanlage ist ziemlich groß und man kann sein Essen richtig genießen. Und es sieht auch wirklich sehr schick aus hier drin, wirklich überall hat man was zu schauen, sei es hier durch die tollen Beleuchtungen oder auch die vielen verschiedenen Bildern, die hier an den Wänden hängen. Und natürlich auch das Team, was immer gut gelaunt ist und immer Spaß hat. So ist es. Also wir sind hier wie eine kleine Familie, wir verstehen uns alle zusammen. Ja, bin ich der Chef, aber zum Schluss sehe ich sie wie jeder hier anderen. Essen wir immer gemeinsam, haben wir immer einmal die Woche, was wir immer zusammen was unterhalte oder was machen. Von daher, jeden Abend haben wir immer so ein Gespräch zusammen. Von daher, gute Laune ist es der Allerwichtigste hier bei mir, weil ohne das, ja. Geht's einfach nicht, geht's ne? Gar nicht, nein. Wie viele Mitarbeiter hast du denn? Also, wir haben hier um die 14 oder ja, quasi 15 Mitarbeiter. Das ist echt spannend. So, jetzt muss ich natürlich noch verraten, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die noch nicht wissen, wo du bist und jetzt auch mal genauso wie wir das leckere Essen nicht nur riechen dürfen, sondern auch probieren wollen. Verrate ganz kurz, wo findet man dich genau? Uns ist ziemlich ganz leicht zu finden. Das ist ja genau schräg gegenüber von Europa Galerie.
wenn man von der Hauptbahnhof die Straße runtergeht, genau auf der Linkhand, ja, neben C und A, also leicht, leichter geht's nicht. Einfacher geht's wirklich nicht. Verrat noch ganz kurz deine Öffnungszeiten. Ja, wir haben immer von 10 Uhr bis 22 Uhr täglich, außer natürlich Sonntag und Feiertage, da haben wir zu, da Ruhetag brauchen wir auch. Und natürlich in den offenen Sonntagen sind wir da. Und ja, aber Feiertage, Sonntag haben wir zu, aber ansonsten jeden Tag täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr. Genau, so, jetzt einfach mal vorbeikommen, sich durch die leckeren Pasta-Gerichte essen, ansonsten auch Pizza, ja, Burger, alles mögliche hier, wirklich lecker. Man kann aber auch die Räumlichkeiten mieten für Feierlichkeiten. Richtig, ja, und das ist ja auch unsere Spezialität durch diese großen Räumlichkeiten, was wir hier haben. Das haben wir öfter oder viel, weil wir sind Sponsor auch von ein oder anderer großer Sportverein hier in Saarbrücke. Und die kommen immer mit 60 Mann oder sowas, die können ja den Räume mieten, das ist komplett ja, für die reserviert. Oder Weihnachtsfeier zum Beispiel für die großen Firmen oder für nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Firmen. Die können auch bei uns reservieren, entweder online oder telefonisch. Und wie gesagt, Räume oder Plätze haben wir genug. Wir freuen uns immer auf jeder Kunde, wo ihr zu uns kommt. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich sag mal, es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant, was ich heute hier erfahren durfte. Und wir kommen bestimmt wieder und schauen uns mal das eine oder andere nochmal genauer an. Perfekt, hat mich auch gefreut. Und bin ich ja wirklich glücklich, dass ihr seid bei mir heute. So, dann machen wir jetzt, würde ich auch sagen, ganz Schluss, weil der Ansturm kommt gleich. Ihr habt jede Menge zu tun. Ich sage es ganz schnell, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Gerne, gerne. Ich Hanso, danke.